Ja, herzlich willkommen alle miteinander zu Buds Trigger. Auf der Couch sind ganz neue Leute. Es ist Gedrick, er hat das Spiel einmal gespielt und hat für immer gebraucht. Das ist richtig, aber ich bin noch auf dem Leaderboard. Und das ist Becky, sie hat das Spiel, glaube ich, noch nie gesehen. Wunderbar. Es gibt in diesem Spiel enorm viel zu erklären. Deswegen schauen wir mal, was wir alles so gemacht bekommen. Können wir den Spielesound ein bisschen lauter kriegen oder geht das? Sonst muss ich wieder mit Headset spielen. Ah, top, danke. Ja, genau. Also, das ist halt ein Top-Down-Shooter, so im Stil von Hotline Miami. Wir wollen die Welt retten. Und das sage ich schon mal vorab, weil das sonst, also im Tutorial überspringen wir halt den ganzen Tutorial-Text. Deswegen sage ich das schon mal vorher. Im Spiel gibt es zwei Charaktere. Harry, der hat einen Dash und einen Nahkampfangriff, also ein Schwert. Und Judy, die kann sich teleportieren und hat so einen Halbfernkampfangriff. Also, die wirft so eine Kette. Und wir können, weil wir alleine spielen und nicht im Koop, immer frei zwischen den beiden wechseln. Wir werden meistens Harry spielen, außer um out of bounds zu kommen, weil nur Judy halt teleportieren kann. Gut, und dann würde ich sagen, dann fangen wir an. Es geht los in 3, 2, 1, go. Okay, Cutscene können wir überspringen. Jetzt hier im Ladebildschirm werden wir einmal, oder hier in diesem Transition Screen werden wir schon einmal dashen, damit wir direkt hier neben dem Gegner direkt am Anfang springen. Wir können nicht unendlich oft dashen. Der Dash hat einen kleinen Cooldown, aber jedes Mal, wenn wir einen Gegner töten, wird der Cooldown zurückgesetzt. Wir sind außerdem während des Dashens unverwundbar und Harry kann mit seinem Schwert Kugeln zurückschlagen. Ah, gut, dass die Voice Lines alle noch auf Englisch sind. Also Harry kann halt kann sich durch Wände dashen, die so ein bisschen fragiler sind. Und Judy kann sich durch Zäune teleportieren. Oh, ich habe ein leichtes Problem. Meine Steuerung ist nicht da, wo sie sein sollte. Einen Moment, ich hab's gleich. Auf Left Shift, okay. Dann probieren wir das mal. Genau, hier müssen wir uns unsichtbar machen und mit Judy können wir jetzt hier einen Gegner für uns kämpfen lassen. Wir können auch so Gegner markieren. Das werden wir aber nie machen, weil wenn man einen markierten Gegner tötet, dann verlangsamt sich das Spiel und das wollen wir wirklich nicht. Und hier können wir uns einfach unsichtbar an einen Gegner vorbeischleichen. Also beide Charaktere haben so ein paar Special-Fähigkeiten. Wir haben jetzt schon von Harry das Unsichtbarwerden gesehen. Dann sind wir halt unsichtbar, so lange bis wir jemanden angreifen. Wir werden in der Zeit auch schneller. Und ja, das ist die einzige Fähigkeit von Harry, die wir jemals verwenden werden. Hier sehen wir das mit den Kugeln, die schlagen wir jetzt einfach zurück. Und dann sterben alle drei Gegner einfach gleichzeitig. Danke. Hier müssen wir einfach alle Gegner töten und alle Fernseher kaputt machen. Ja, bei Judy gibt es zwei Fähigkeiten, die wir in dem Spiel sehen werden. Die eine war jetzt ganz am Anfang im Tutorial, wo wir Gegner kontrollieren können. Und die andere ist, dass wir einfach Gegner um uns herum explodieren lassen. Und das ist also diese Explodierlassen-Fähigkeit, das ist auch die einzige, die wir wirklich verwenden werden in dem Run. Weil man damit halt einfach Räume clearen kann. Hier sieht man auch ganz kurz am Anfang, es gibt ganz viele Auswahlmöglichkeiten, die man so machen kann. Wir verwenden halt, wie schon gesagt, für Harry, dass man während des Dashens unverwundbar ist, dass er Kugeln zurückschlagen kann. Und ja, ansonsten gibt es da eigentlich auch nicht so viel Besonderes. Achso, genau, man kann auch noch pro Charakter einen Perk einsetzen. Okay, das Unsichtbarwerden hat nicht funktioniert. Und wir nehmen mit beiden Charakteren einfach den gleichen, nämlich dass wir ein höheres Lauftempo haben. Ah, da war jetzt das Setup gar nicht so gut, weil ich ein bisschen stuck war. Ah, so, okay. Wir spielen jetzt noch, ich glaube, zwei Level normal und dann wird das Spiel deutlich interessanter, weil dann fangen wir mit Out of Bounds an.
jetzt, also hier geht es noch um den ersten Boss. Der erste Boss hat ein paar Stunt-Doubles von sich eingestellt, die wir zuerst töten müssen, bevor wir dann zum Boss selber kommen. Ja, so Slowdown-Sektionen, die werden wir auch noch mal ein paar Mal sehen. Da wollte ich unsichtbar werden, aber das ist leider nicht meine Tastenbelegung, sondern die Standard-Tastenbelegung, aber ich stelle das jetzt auch nicht mehr um. Deswegen bin ich da gerade gestorben. Ich kann immer nur unsichtbar werden, wenn ich eine bestimmte Anzahl an Gegnern getötet habe. Das ist diese Leiste unten links. Da kommt immer ein kleiner Balken hinzu mit jedem Gegner, den wir töten. Und wenn das halt bei dem Symbol ist, dann können wir unsichtbar werden. Erinnert so ein wenig an Hotline Miami. Ja, das ist auch genau in dem Stil. Also es ist schon, Hotline Miami war schon eine Inspiration für dieses Stil. So, hier gehen wir kurz außen rum. Ah. Bei diesen Nahkampfgegnern kann es schon mal passieren, dass man sie genau im gleichen Moment tötet wie sie dich. Und hier ist ein Typ mit einer Minigun, da laufen einfach unsichtbar dann dran vorbei. Und das ist jetzt so eine Autoscroller-Sequenz. Jetzt kommen einfach Gegner von oben, die wir töten müssen. Wir können auch, die Gegner lassen immer ihre Waffen fallen, die können wir auch aufsammeln. Und jetzt hier zum Beispiel gerade am Anfang das Dynamit. Oder jetzt hier die Schrotflinte von dem, die werden wir gleich verwenden. Weil mit Schusswaffen können wir auch Gegner töten, die offscreen sind. Also jetzt schießen wir hier und damit haben wir auch hier ein paar Offscreen-Gegner noch getötet. Das macht dann, dass die Sequenz ein bisschen schneller vorangeht. Wo ist denn hier die Schrotflinte hin? Leider kann ich die Schrotflinte nicht mehr sehen, sonst hätten wir es hier am Ende auch nochmal machen können. So, jetzt kommt die erste Out-of-Bound-Sektion, das heißt, jetzt werden wir Judy mal bemühen. Weil das Spiel versucht, wenn wir uns in eine Wand zu teleportieren, versucht das Spiel uns aus der Wand wieder herauszupushen. Das führt aber schon mal dazu, dass wenn wir das genau richtig machen, dass das Spiel uns an der falschen Seite aus der Wand herauspusht. Na komm. Judy. Hm? Na bitte. So, wenn man genau deinen richtigen Pixel trifft, dann können wir hier aus dem Zug rausgehen. Und jetzt können wir hier an der Seite vorbeigehen. Jetzt sind wir unter die Map gefallen. Das Spiel merkt sich auch die Höhe. Also wir sind jetzt unter der Map und können jetzt hier unter der Map lang gehen. Das Dumme ist, der Endlevel-Trigger ist oben auf der Map. Das heißt, wir teleportieren uns jetzt hier auf diesen Typen drauf, wenn wir ihn treffen, und exekutieren ihn dann. Und dann wird unsere Höhe resettet und wir sind am Ende. Das funktioniert, weil wenn man Judys Teleport macht, dann ist man für ein paar Frames wieder genau auf der Höhe des Levels. Also das Spiel ist ja eigentlich, was die Höhe angeht, in 2D. Wir sind ja immer nur hier auf einer Ebene. Aber das Spiel hat trotzdem einen Höhenparameter. So, hier sind wir außerdem an diesem Zaun einfach rausgeklippt. Das ist der erste Bossfall. Hier an der rechten Seite kommt gleich die Boss-Arena. Da ist sie. Aber das ist scheißegal, weil hier ist ein Endlevel-Trigger. Und dann spielen wir den Bossfall einfach nicht. Genau, also wenn wir unter die Map fallen, dann können wir immer noch was auf der Map machen mit Judys Teleport, weil wir halt für ein paar Frames auf der Map stehen. Und damit können wir Gegner umstoßen und wenn wir sie dann exekutieren, wird unsere Höhe resettet. Das mit der Höhe, das verwenden wir gleich noch ein paar Mal, aber das ist auf jeden Fall wichtig. So, das Anfang hier, den spielen wir normal. Hoffen, dass wir hier nicht getötet werden. Hier brauchen wir Judy, weil wir uns nur mit Judy durch diesen Zaun teleportieren können. Hier sehen wir auch Judys Fähigkeit. Hier lassen wir jetzt einfach die ganzen Gegner in dem Raum explodieren, wenn man den richtigen Knopf drückt. Das ist halt einfach, weil die Tastenbelegung nicht ganz richtig ist. So, jetzt können wir uns hier in diese Wand teleportieren und gehen dann einfach durch die Wand. Jetzt können wir das hier mit Judy nochmal machen. Ah, das wird knapp. Ja, okay. Das ist halt das Doofe jetzt hier mit der Tastenbelegung, dass sie nicht ganz richtig ist. Weil ich das einfach nicht gewohnt bin. Okay, jetzt aber. Dieser Typ hier soll uns auch eigentlich verfolgen. Wow. Und dann kann man eigentlich den ganzen Raum, wenn man das richtig timet, gleichzeitig explodieren lassen. So, geht doch. Jetzt haben wir auch einen Checkpoint. Ah genau, wir haben, damit dass wir durch die Wand gegangen sind, einen von den Switches geskippt. Das heißt, wir werden jetzt diese Brücke nicht vollständig machen, weil wir nicht zurückgehen wollen, starten wir jetzt neu vom Kontrollpunkt. Dann werden wir nämlich direkt hier hingesetzt. Jetzt drücken wir den zweiten Switch
Die Brücke kommt jetzt aber nicht ganz nach vorne. Das heißt, wir müssen uns jetzt genau hier in diese Ecke teleportieren und dann können wir genau über, über das fehlende Brückenteil teleportieren. In dem Level spielen wir jetzt noch mal ein bisschen mit der Höhe herum. Den Anfang müssen wir normal spielen. Aber wie sich herausstellt, kann man nicht nur unter die Map, sondern man kann auch über die Map, wenn man das richtig macht. Und zwar gibt es hier in dieser Gruft einen umgefallenen Pfeiler. Und der umgefallene Pfeiler reicht bis auf den Boden. Und das heißt, wir können den umgefallenen Pfeiler hochlaufen. Der sieht ungefähr so aus wie der, ich wollte gerade mit dem Finger drauf zeigen, das ist nicht so zielführend, wie der, der hier vorne auf diesem Haufen liegt, der hier. Genau. Aber den können wir nicht nehmen, weil wir da nicht ganz drauf kommen, sondern wir müssen den nächsten nehmen. Und das ist der hier. Jetzt können wir uns hier rein teleportieren. Und wenn wir dann genau auf diesen Pfeiler hier kommen, komm schon, Judy, dann können wir hier hochlaufen, auf den Schrank, auf das Regal. Und dann nicht hier sterben. Wer lebt noch? Du. Und hier ist das Levelende. Also wir können auch über das Level gehen. Genau das gleiche machen wir jetzt in dem nächsten Level noch einmal. Nur ein kleines bisschen anders. Dafür ist der Controller hier da, für die Leute, die im Raum sitzen. Weil man, wenn man mit Tastatur spielt, ist man natürlich ein bisschen präziser, was das Zielen angeht, weil man mit Maus spielen kann. Aber man kann sich halt nur in 8 Richtungen bewegen mit WASD und halt dann die Diagonalen entsprechend. Mit einem Controller kann man sich natürlich in alle Richtungen bewegen. Der Pfeiler, den wir gleich brauchen, der ist aber in einem Winkel, dass die 8 Richtungen uns nicht ausreichen. So, jetzt wechsle ich auf den Controller. Jetzt teleportieren wir uns hier kurz ein bisschen in den Steinhaufen rein, dass wir auf diesen Pfeiler kommen. Und wenn wir jetzt genau den richtigen Winkel auf dem Controller halten, dann können wir hier ganz langsam diesen Pfeiler hochlaufen. Und damit können wir über die Wand teleportieren und das ist direkt der Boss dieses Levels. Und das war das Level. Hier in dem Level gibt es leider kein Out of Bounds, hier müssen wir normal spielen. Und wir haben gerade ja das Spiel nennt es Wurm geschlagen. Und wenn man hier schnell ist, dann kann man hier auch die Spikes schlagen. Nice. Hier sind uns die Gegner egal, wir gehen einfach hier rein. Teleportieren uns hier durch. Genau, und der Wurm hat in der Gruft aber noch Eier gelegt. Und die müssen wir jetzt alle noch kaputt machen. Ja, ich kann in der Zeit noch mal ein bisschen was zur Story von dem Spiel erzählen. Ich habe ja gesagt, wir spielen Harry und Judy. Harry ist ein gefallener Engel, dem wurden seine Flügel gestohlen vom Erzengel Gabriel. Und Judy ist einfach eine Dämonin aus der Hölle, die schon seit längerem auf der Erde weilt. Und jetzt Harry hilft. Und der Erzengel Gabriel, der hat die Apokalypse in Gang gesetzt. Und jetzt müssen wir zuerst die 4 apokalyptischen Reiter besiegen, die er gerufen hat. Den ersten, den wir einfach geskippt haben, das war Pestilence. Und jetzt sind wir gerade bei Famine. Und das ist jetzt auch der nächste Bossfight. Hier ist Famine. Famine ist relativ dick. Wir müssen sie halt hier auf diese Feuerstellen locken und die dann anmachen. Famine ruft ab und zu mal ein paar ihrer Diener zu sich, die sie dann heilen würden und die bringen wir halt vorher um. Außer hier in der zweiten Phase, weil eigentlich würde die dreimal rufen, aber interessanterweise, wenn man ihr hier einen lässt, dann skippt sie das dritte Mal einfach. Deswegen lässt man ihr hier einfach die kleine Heilung, weil man dadurch dann einen kompletten Zyklus skippt. Warum genau das funktioniert, wissen wir auch nicht, aber es funktioniert, also nehmen wir das dann einfach mal so hin. Und jetzt locken wir sie halt hier auf den großen Grill in der Mitte. Machen den Käfig darum und machen den Grill an. Und sie hat uns jetzt den Ort verraten, an dem sich der Tod versteckt. Und das ist dann der dritte Reiter.
So, das erste Level hier ist extrem kurz. Wir schießen die Kugel zurück, damit der Typ hinter der Bar stirbt. Hier ist eine geheime Tür. Und hier müssen wir nur einen töten, können dann unsichtbar durch den Rest des Levels laufen. Und klären dann hier eben noch den letzten Raum. Und hier sind ein paar Informationen, die wir haben wollen. Und das war schon das erste Level. So, jetzt haben wir relativ viel von dem Spiel gespielt, wie das Spiel möchte, dass wir es spielen. Jetzt geht das Out of Bounds weiter. Sonst wird es ja langweilig. Also brauchen wir wieder Judy. Die muss eben sterben. Dann können wir diese Kiste hier zur Seite schieben. Und dann können wir uns hier in diese Kiste teleportieren. Oder sogar noch besser, einfach hier raus. Dann laufen wir am gesamten Level vorbei. Und hier hinten wäre eigentlich so eine Überlebenssequenz. Aber hinter der Überlebenssequenz ist ein Endlevel-Trigger im Dunkeln. Und da können wir dann einfach drauflaufen. Hier spielen wir wieder den ersten Teil normal und dann gibt es wieder ein bisschen Out of Bounds. Hier sind auch die nervigsten Gegnertypen im Spiel, nämlich so Flammenwerfer-Gegner. Die kann man leider nicht wie alle anderen Gegner mit einem Schwertschlag umbringen. Deswegen sind die relativ nervig. Wir brauchen hier kurz die Pistole. Dann lassen wir mit Judy den Flammenwerfer-Typen explodieren. Ah. Wir dürfen... Okay. Ich muss einmal vom Kontrollpunkt neu starten, weil das sonst nicht funktioniert. Wir müssen mit Judy genau nur den explodieren lassen, dann die beiden umbringen, weil das sonst nicht funktioniert, dass wir die beiden auch explodieren lassen können. Nice, das hat mir leider die Explosion genommen, aber die Leute nicht umgebracht. Das ist jetzt natürlich doof. Dann müssen wir die jetzt normal umbringen und man sieht, die brauchen leider gefühlt unendlich viele Hits, um zu sterben. So, okay. Es hat ein bisschen länger gedauert, als es sollte. Jetzt haben die Gegner einen Scharfschützen. Ich möchte gerne durch die Tür, danke. Ja. An den Leuten laufen jetzt einfach vorbei. Gehen hier durch. Locken die kurz da weg. Ah. Okay. Dann muss ich mit Harry spielen. So. So. Die müssen hier beide explodieren. Und jetzt erst, die Gegner kommen gleich wieder. Aber wenn wir uns hier rein teleportieren, können die uns aus irgendeinem Grunde nicht angreifen. Und jetzt spielen wir den Rest des Levels Out of Bounds. Wir orientieren uns hier so ein bisschen an der Außengrenze des Levels. Jetzt müssen wir hier außen rumlaufen. Und hier ist außen irgendwo... hier auf der anderen Seite. Da ist der Endlevel-Trigger. Ist manchmal ein bisschen zu schwierig zu finden im Dunkeln. Okay, in dem nächsten Level dürfen wir nur noch Harry spielen, weil in dem vorherigen Level hätten wir nicht alles Out of Bounds geskippt, hätten wir den Scharfschützen umgebracht. Und jetzt hat Judy das Scharfschützengewehr. Das verwenden wir aber nur am Ende. Das Level hier ist mega nervig zu spielen, weil aus irgendeinem Grunde resettet das Spiel andauernd die Mausposition einfach auf nach ganz unten rechts. Das ist mega nervig. Jetzt müssen wir hier warten, bis dieser Typ hier drüben ist. Dann können wir auf seinen Tank schießen, dann explodieren die hier alle. Und dann, glücklicherweise bringt uns dieser Wagen nicht um. Und hier ist einfach das Ende. Also auch ein relativ kurzes Level. Das ist jetzt der Bossfight gegen Tod. Den können wir leider nicht skippen, weil man direkt in der Arena spawnt, aber wir können ein kleines bisschen AI-Manipulation machen, weil der hat eigentlich eine Mindestreichweite, die er die Sense werfen will, außer man steht halt genau in so einer Ecke, weil er die Sense nicht out of bounds werfen kann. Das ist natürlich dann doof, wenn das passiert, dann müssen wir leider die Phase nochmal neu anfangen. Also es ist relativ risky, das zu machen. Wenn ich nochmal sterbe, dann höre ich wahrscheinlich damit auch auf. Aber das spart im ganzen Fall doch noch einige Sekunden, weil man halt die Animation viel weniger lange abwarten muss. Okay, das war die erste Phase. Jetzt spawnt er so ein paar Schädel. Woher die kommen, ist auch RNG. Das
kann man vorher wissen. Und jetzt machen wir das gleiche Spiel nochmal, bis darauf, dass jetzt das Pattern ein bisschen anders ist. Das ist tatsächlich ein bisschen einfacher, weil wir jetzt nicht mehr ganz so präzise reagieren müssen. Okay, jetzt kommt die dritte Phase, da spielt manchmal die Kamera ein bisschen verrückt. Und er spawnt nach jedem Hit nochmal einen Schädel. Oh, okay, ich glaube, da ist gerade unser Pattern ein bisschen gestorben. Okay, da sind wir wieder. Lustigerweise sieht man hier unter dem Gitter auch immer noch den Schädel. Also die, die spawnen nicht, die werden nur ein bisschen unter die Map gesetzt. So, das war der Tod. Zu irgendeinem Grunde gibt es nach dem Boss-Level vom Tod noch ein Level. Der Tod hat nämlich Drogen hergestellt und die sollen wir jetzt vernichten. Da haben wir aber keine Lust drauf, also spielen wir das gesamte Level out of bounds. Und zwar hier mit dieser Ecke kommen wir out of bounds. Und dann gehen wir jetzt ein bisschen durch die Dunkelheit. Aha, da ist das Level. Dann müssen wir jetzt einen weiter hier rein. Ja, genau. Und hier ist der Cutscene-Trigger. Und dann müssen wir jetzt nur noch dem Feuer entkommen. Wir haben alle Drogen zerstört, indem wir absolut gar nichts gemacht haben. Und können jetzt den letzten Reiter jagen. Und das ist Krieg. Krieg hat irgendwie so eine Festung aufgestellt, in die wir uns jetzt ganz leise reinschleichen müssen. Das ist das einzige Level, wo wir nicht nur nicht sterben dürfen, sondern auch nicht gesehen werden dürfen. Aber wir dürfen ein kleines bisschen gesehen werden. Es gibt da oben nämlich so eine Leiste. Und die erlaubt es uns, dass wir uns ganz leise, sei lautlos, genau. Wir bewegen uns ganz lautlos durch das Level, indem wir durch sämtliche Türen und Kisten dashen und alle umbringen. Stealth Gaming. Hier sollen wir jetzt weiter in die Festung eindringen. Und das sollen wir machen, indem wir drei verschiedene biometrische Scanner passieren. Das hört sich sehr zeitaufwendig an, also lassen wir das auch. Und zwar gibt es hier vorne, wenn man sich hinter dieses Rohr teleportiert, noch ein Stück weiter, okay, Moment, die Position ist schlecht, wir müssen in diese Säule hier rein, genau, in die Ecke und dann kommt man hier raus. Und dann spielen wir jetzt ein kleines bisschen out of bounds. Hier müssen wir allerdings leider am Ende wieder inbounds kommen, weil der Endlevel-Trigger nur funktioniert, wenn wir inbounds sind. Und um das zu machen, müssen wir den letzten biometrischen Scanner passieren. Dafür müssen wir einen Gegner umbringen und dafür müssen wir unter die Map fallen. Das haben wir jetzt getan. Lustigerweise funktioniert Judys Angriff immer noch, selbst wenn wir unter der Map sind. Das heißt, wir können Gegner umbringen, auch wenn wir nicht umgebracht werden können. Jetzt müssen wir uns wieder auf diesen Typen teleportieren, ihn exekutieren. Jetzt sind wir wieder auf der Map und können hier in den Endlevel triggern. Was wir in dem nächsten Level machen sollen, weiß ich auch nicht mehr, weil wir auch direkt am Anfang out of bounds gehen. Ach genau, wir sollen die KI-Wachtürme ausschalten. Das war das. Naja, das ist ja egal. So, wir müssen am Anfang nicht von einer Schrotflinte umgebracht werden. Ah, okay, der hat es. Okay, ich glaube, er hat es doch nicht gesehen. So, das hier ist ein bisschen R&D, wie lange man hierfür braucht, wann das Spiel einen in diese Kisten hier reinlassen möchte. Aha, okay, und jetzt kann man hier zur Seite raus, eigentlich. Na komm, ja, fast. Das Spiel will gerade nicht so ganz. Na komm. Du willst mich doch rauslassen. Na bitte, okay. Und wenn das Spiel dann schließt, dass wir aus der Wand raus dürfen, dann müssen wir zum Ende der Map gehen, weil wir mal wieder unter die Map fallen müssen. Hier ist das Ende der Map. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Wir müssen in einen Aufzug. Der Aufzug ist hier. Wir machen den Aufzug auf und können uns einfach da rein teleportieren und das reicht. Der nächste Skip ist Controller. Nein, nicht ganz Controller only. Der geht auch mit Maus und Tastatur, ist damit aber deutlich schwieriger.
Und der ist auch so ein bisschen RNG, wann das Spiel beschließt, einen rauszulassen. Und zwar, was wir jetzt machen, ist, wir teleportieren uns hier in dieses Rohr an der Wand. Aber erstmal müssen wir hier über diese Absperrung. Na komm, Judy. Okay, jetzt teleportieren wir uns in das Rohr rein. Und dann, wenn das Spiel beschließt, dass es einen mag, dann schiebt es einen hier durch die Wand raus. Okay, die Position ist schlecht. Wir müssen nochmal von vorne anfangen. Die kann man wirklich nur nach draußen halten, teleportieren und hoffen, dass das Spiel irgendwann Erbarmen zeigt, dass es einen da rauspusht. Es gibt irgendwie im Moment kein Setup hierfür, das irgendwie consistent wäre. So, jetzt sind wir draußen. Ach genau, Krieg hat, eine Atomrakete und der Typ, den wir gerade von unter der Map umgebracht hatten, der hatte die Startcodes. Den haben wir von unter der Map umgebracht und dann dürfen wir wieder gehen. Und jetzt dürfen wir auch schon Krieg bekämpfen, nachdem wir nichts gemacht haben. Und direkt zu Anfang werden wir angelogen. Und jetzt sagt Judy nämlich, dass wir diese Barriere wegbekommen müssen. Das ist selbstverständlich falsch. Wir können uns einfach da durchdashen und einen Checkpoint bekommen. Jetzt müssen wir, genau, das Schild von War. Scheiße. Wir müssen das Schild von War wegbekommen mit diesen Lasern, indem wir die Laser auf sie umlenken. Okay, da drüben. Wir müssen aufpassen, dass wir dabei nicht von den Lasern und von ihr umgebracht werden. So. Jetzt kommt die zweite Phase, die deutlich interessanter ist. Genau, jetzt wirft sie nämlich diesen Stern. Hier können wir wieder unsere Manipulation machen, dass der nicht von weit geworfen wird. Dann dasht sie in die Wand und dann können wir sie mit so einer Waffe von den Drohnen abschießen. Dann macht sie aus irgendeinem Grunde das hier, weil sie irgendwie denkt, dass das effektiv ist, aber leider kostet es nur Zeit. Wir können den Fight leider nur ein bisschen schneller machen, indem wir ein bisschen KI-Manipulation machen, dass wir so nah an ihr stehen, dass sie halt ihren Wurfstern nicht so weit wirft und dann auch am Ende nicht so weit dasht. So, hier ist ein Checkpoint. Und einen Hit brauchen wir noch. Der ist dann aber der schwierigste und vor dem ist leider auch kein Checkpoint, weil jetzt spawnen drei von diesen Drohnen. Die fangen im Übrigen an, irgendwann Raketen zu schießen. Ach ja, das ist der Trick des Jahrhunderts. Wir drehen einfach das Ding irgendwann um. Damit kriegen wir sie. Genau, jetzt kommen drei von diesen Drohnen und ganz am Ende dasht War zweimal. Das heißt, da werden wir dann nicht unsere Manipulation machen. Das hat leider jetzt unendlich viel Zeit gekostet, weil wir jetzt leider den dritten Hit auch nochmal machen müssen. Okay, dann spiele ich das vielleicht gleich zum zweiten Mal ein bisschen sicherer. Aber dafür dürfen wir jetzt Trick 17 nochmal sehen. Dass sie gleich dieses Laserkreuz hier umdrehen. Sensationell. Okay, so, das war der schwierige Teil. Noch einmal Wurfstern. Das war verdammt knapp, aber das war Krieg. So, jetzt stellt sich heraus, dass die Reiter auch nur hereingelegt wurden. Es ist alles Gabriels Schuld und jetzt müssen wir Gabriel selber umbringen. Und ich bin stuck in der Cutscene. Nein, okay, da sind wir wieder. So, Gabriel will uns jetzt von diesen fünf Leuten umbringen lassen. Wir müssen stoppen, Gabriel. Er kontrolliert die anderen Engel. Er muss sterben. So. Ja, okay, da war der Checkpoint. Jetzt starten wir neu vom Checkpoint, weil wir hier alle Gegner in diesem Bereich umbringen müssen. Und die Gegner, die uns noch verfolgt haben vom Anfang, die hätten auch gezählt. Deswegen machen wir einen Checkpoint-Reset, damit wir hier einfach weniger Gegner töten müssen.
So, und jetzt müssen wir die vier Reiter befreien, weil die uns gleich alle helfen. Der Rest des Levels ist aber doof, deswegen spielen wir den nicht so wirklich. Wir spielen den ein bisschen. Aber das ist unfair, dass die Gegner uns treffen dürfen, deswegen teleportieren wir uns jetzt hier in diesen Stein. Sind wir schon in dem Stein? Ne, wir sind noch nicht in dem Stein. Ich glaube, jetzt sind wir in dem Stein. Ja, jetzt sind wir in dem Stein. Jetzt können wir hier rausgehen. Ich mache mich einfach nur unsichtbar, weil wir schneller laufen, wenn wir unsichtbar sind. Jetzt sind wir unter die Map gefallen. Und hier in dieser letzten Sektion müssen wir alle Gegner töten. Aber das ist natürlich viel einfacher, wenn wir die von unter der Map angreifen können, während die uns nicht treffen können. Bitte. Ah, komm. Okay. Dann eben nicht. Ach ja, genau. Und das war die Stelle, wo wir im Prolog am Ende aufgehört haben, wo wir uns an den ganzen Gegnern vorbeigeschlichen haben, unsichtbar. Das ist diese Stelle. Also jetzt sind wir wieder mit dem Prolog auf einer Höhe und können jetzt das Spiel in Ruhe weiterspielen. So, jetzt in den folgenden Leveln helfen uns die Reiter nach und nach. Wobei wir Pestilence nicht wirklich sehen werden, weil der kommt nur in der Cutscene, die wir überspringen. Aber ich sag das dann, der soll ja auch gewürdigt werden. So, als erstes hilft uns Hunger. Denn nur Hunger kann diese Kanonen hier kaputt machen. So, Hunger hat für uns die Kanonen kaputt gemacht. Jetzt können wir weiterspielen. Ups, okay, das war knapp. Achso, ja, stimmt, genau, hier. Okay, jetzt müssen wir es doch nochmal spielen. Leider habe ich meine Unsichtbarkeit aus Versehen verloren. Okay. Hier durch. So, jetzt versuche ich gleich einen Skip, der ist sehr neu und ich bin nicht besonders gut in ihm. Also es kann gut sein, dass das jetzt nicht funktioniert. Und zwar kann man sich genau auf diese Tür stellen. Und wenn, na, das Spiel will leider nicht. Weil eigentlich kann man sich dann jetzt hier rüber teleportieren. Aber das Spiel mag leider nicht. Also müssen wir leider normal spielen. Das hätte jetzt diesen ganzen Dialog hier geskippt. Also müssen wir leider tot ein bisschen zuhören, wie er uns zutextet. Ja, ja, und so weiter, tot. Jetzt müssen wir durch das himmlische Labyrinth. Und Tod hilft uns dabei, indem Tod da drin Portale macht, um uns da durch zu teleportieren. Ach komm schon, Kinder. Diese Schildträger sind leider sehr nervig. So. Genau, das ist jetzt die erste Sektion. Ah, ich bin leider... genau, und die himmlischen Kanonen feuern in der Zeit auf uns. Und dann macht Tod uns hier solche Portale. Auf den Rest haben wir aber nicht so viel Lust, also teleportieren wir uns hier in die unsichtbare Barriere rein. Na komm. Jetzt haben wir gesehen, wir haben oben einen Kontrollpunkt bekommen. Resetten jetzt vom Kontrollpunkt. Oh, Überraschung, das ist die Endsequenz. Und damit haben wir jetzt zwei Sektionen von dem himmlischen Labyrinth übersprungen. Jetzt versuchen wir die ganze Aktion mit der Tür nochmal. Ich gebe dem Ganzen, glaube ich, zwei Versuche. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann mache ich den alten Skip. Aber mit dem neuen Skip kann man halt noch ein bisschen mehr Out of Bounds spielen. Weil wir wollen ja das Spiel nicht spielen. Ewig lange Ladezeit. So. Genau, jetzt die Kanonen, die gerade auf uns geschossen haben, die sollen wir jetzt zerstören. Aber das dauert uns zu lange. Nice. Genau, von dem sollte man sich nicht treffen lassen. Und mit dieser Tür, die da gerade unten aufgegangen ist, mit der wollen wir das machen. Genau hier drauf. Okay, einmal noch. Und dann kannst du die Tür halt hochschieben und dann können wir da out of bounds. Hier warten wir dann einen Moment. Ja, okay, das hat funktioniert. Jetzt können wir an der Wand entlang und hier sind wir out of bounds. Jetzt sind wir auch unter die Map gefallen, das heißt, jetzt können wir einfach am gesamten Level vorbeigehen.
Müssen nur noch die Endsequenz spielen, weil das Level endet automatisch nach der Endsequenz. Die ist hier drin. Wir müssen diese Riesentür aufmachen. Und man gibt uns den tollen Tipp, mal versuchen einfach zu schieben. Das funktioniert leider nicht. Also bemühen wir jetzt Krieg mit ihrem Riesenlaser und die macht uns jetzt die Tür auf. Und wir müssen sie in der Zwischenzeit kurz beschützen. Nein. Leider nicht ganz perfekt. Ach, das war der. Und noch eine Welle Gegner. Und jetzt hat Krieg die Tür auf und wir dürfen gehen. Kommt jetzt schon das vierte Level? Ja. Okay, genau. Hier, das ist das letzte Mal Out of Bounds. Und das vorletzte Level. Und der Out of Bounds hier ist ein bisschen seltsam, weil sonst gehen wir immer Out of Bounds an soliden Objekten. Und hier gehen wir Out of Bounds an einer zerbrechbaren Kiste. Das heißt, wenn die Kiste zerbricht, können wir das nicht mehr machen. Wir müssen das Level neu starten. Wir sind genau zwischen die Kiste und diesen Zaun. So, genau, und jetzt sind wir out of bounds. Und jetzt müssen wir immer noch diese vier Switches da treffen. Wir können dabei schon mal ein paar Gegner umbringen, weil wir müssen am Ende gleich sowieso alle Gegner umbringen. Ups, na bitte. Der hier sollte sterben, weil der ein Schild hat. Und die beiden müssen sterben. Jetzt haben wir einen Kontrollpunkt, den werden wir gleich auch nutzen. Ich will nicht in die Einstellung. BTF. Okay. Weil manchmal hier das Spiel verbuggt. Außerdem bekommen wir dadurch dann die Overhead-Kamera-Perspektive. Hier war im Übrigen, wo uns Pestilence geholfen hat. Der ist dafür verantwortlich, dass hier alles langsam ist, mit diesen Gegnerhorden überleben können. Ach ja, RIP-Headphone-Users. Jetzt haben wir alle Gegner getötet und dann endet das Level automatisch. Jetzt fehlt nur noch der finale Bossfight. Jetzt stellt sich Gabriel uns endlich. Nach einem ewigen Ladebildschirm, wie immer. Und Gabriel versucht jetzt zweimal uns einfach im Vorbeifliegen umzubringen. Aber da wir im Dash unverwundbar sind, können wir einfach durch ihn durchdashen. Und dann versucht er einfach von oben auf uns herabzukommen. Dann halten wir ihn mit der Kette von Judy fest und können ihn dann dreimal mit Harry schlagen. Und das müssen wir jetzt dreimal machen. Und dann hat der Boss noch zwei Phasen. Leider haben wir auch noch keinen Weg, diesen Boss zu überspringen. So, jetzt kommt die zweite Phase. Jetzt hat er nur noch einen Flügel und kann nicht mehr fliegen. Dafür hat er jetzt ein Schild und er wird jetzt Projektile auf uns schießen und die blauen, die können wir zurückschießen. Wenn wir ihn zweimal damit treffen, dann geht das Schild weg und dann können wir das gleiche machen wie vorher. Die gelben, die können wir nicht zurückschießen, die bringen uns nur um. Die gelben canceln leider auch die blauen Projektile. Ja, wenn man da reinläuft, ist das doof, weil in den Phasen gibt es leider keine Checkpoints, da muss man die nochmal komplett von vorne machen. Ist auch RNG, wie viele blaue er schießt und wo er die schießt. Das war jetzt halt gerade extrem schlecht. Wow, da kommt schon Gabriel. Und einmal noch. Na komm.
So, und jetzt die letzte Phase. Jetzt stellen Harry und Judy fest, dass sie ihn alleine nie besiegen können und werden zu einem Charakter. Jetzt haben wir das Schwert von Harry, aber die Teleportationsfähigkeit von Judy. Und jetzt gibt es auch keinen R&D mehr. Das ist immer das gleiche Pattern. Und Time ist bei direkt nach dem dritten Schlag. Also wenn ich ihn das dritte Mal treffe, ist Time. Okay, wir müssen leider nochmal von vorne anfangen. Leider bewegt sich der Charakter ziemlich schnell, um dann genau die Lücke zu treffen. Gerade wenn man greedy ist und möglichst früh die zweite Welle, wo dann die Blauen dabei sind, treffen möchte, dann passiert das schon mal, dass man ein paar Pixel zu weit läuft. Ups. Also. So, 2 und Time ist nach dem nächsten Schlag. Echt jetzt? Ich hab. Vor allem, der wurde sogar zurückgeschlagen. Ich meine, das hat man ja gesehen. Das kann leider schon mal häufiger bei dem Spiel passieren, dass man gleichzeitig irgendwas tötet, wie man von ihm getötet wird. Leider bekommt man da keine Priorität. So, dann haben wir es jetzt hoffentlich gleich mal. Heute habe ich es aber mit Gabriel. Deswegen geht man in der Regel ein bisschen näher dran, weil er da manchmal einfach eine dritte Welle schießt, obwohl er schon getroffen wurde. Hätte er die vorher geschossen, dann hätte er ja das Projektil gecancelt, aber der schießt sie dann auch im gleichen Moment, weil das Spiel sich denkt, ist mir doch egal. So, aller guten Dinge sind 14. Na bitte. Time. Geht doch. Hat lange genug gedauert. Leider knapp über Estimate, aber naja. Was soll's. Gut, ja, das war God's Trigger. Wie man sieht, man kann dem Spiel leider relativ schnell sterben, weil es ist immer One-Hit-Death, egal wovon man getroffen wird. Man stirbt sofort. Aber dafür gibt es relativ viel cooles Out-of-Bounds-Zeug. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, dann danke fürs Zugucken und viel Spaß mit was auch immer jetzt als nächstes kommt. Jetzt kommt wie gesagt erstmal wieder die Setup-Zeit und dann gehen wir als nächstes über zu Fire Striker.